Der Handel mit edlen Metallen. Bereits vor knapp 4000 Jahren ein blühender Industriezweig. Effektive Abbauverfahren, ausgeklügelte Schmelztechniken und genormte Liefermengen garantierten den Erfolg. Mit einem sorgfältig geplanten Vertriebssystem unterhielten Kaufleute ein Netzwerk rund ums Mittelmeer. Doch häufig kam es an den Umschlagplätzen zu Streitfällen, denn überall tummelten sich auch Diebe und Betrüger. Die ersten Gesetze entstanden. Die Erfindung zweckmäßiger Verpackungen sowie die Konstruktion von Frachtseglern machten den Warentransport in großem Stil erst möglich. Der Fernverkehr auf schwankenden Planken blieb aber stets ein Abenteuer mit hohem Risiko. Im Altertum war das östliche Mittelmeer über Jahrhunderte die Drehscheibe eines florierenden Handels mit Waren aus aller Herren Länder. Seit etwa 1800 vor Christus transportierten Frachtsegler Tonnen von unterschiedlichsten Produkten zu den wichtigsten Häfen der damals bekannten Welt. Gefragt waren vor allem Kupfer und Zinn. Denn aus den beiden Rohstoffen hatten findige Schmiede einen neuen Werkstoff legiert, die kostbare Bronze. Das edle Metall gab nicht nur einem ganzen Zeitalter seinen Namen, sondern löste auch einen einzigartigen Aufschwung aus. Am Anfang stand ein Glücksfall. Vor 5000 Jahren experimentierten die Menschen in Vorderasien mit grün schimmernden Kupferbrocken. Im Feuer brachten sie die Klumpen zum Schmelzen. Irgendwann mischten sie Zinn bei, in unterschiedlichen Mengen. Mit 9 Teilen Kupfer zu einem Teil Zinn gelang schließlich der durchschlagende Erfolg. Im Unterschied zum weichen Kupfer bot das neue Material ungeahnte Vorteile. Es ließ sich mühelos formen, war aber dennoch hart, also bestens geeignet für die Herstellung von Werkzeugen. Die Menschen waren zum ersten Mal in der Lage, mit der Bronze Geräte und Werkzeuge herzustellen, mit denen wiederum was Größeres zu wirken. Zum Beispiel konnten die Bäume fällen. Mit diesen größeren Bäumen könnten sie größere Schiffe bauen. Und damit noch weitere Reisen unternehmen, um Rohstoffe heranzuschaffen. Zinnvorkommen sind selten und liegen oft weit entfernt von den Kupferminen. Doch nicht der Zufall brachte die Bronzezeitler auf die Idee, die beiden wertvollen Metalle zu vermischen. Vielmehr half die Natur. Am Rand des Pamir-Alai-Gebirges liegt die heutige Republik Tadschikistan mit der Mine von Mushiston. Dort wurden schon vor Jahrtausenden Erze abgebaut. Professor Weisgerber vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum macht sich auf den Weg zu den uralten Lagerstätten in etwa 3000 Meter Höhe. Auf halber Strecke endet die staubige Piste. Wo Geländewagen scheitern, bewähren sich bronzezeitliche Transportmittel. Trittsicher bringt der Esel den 70-Jährigen zu den längst stillgelegten Minen aus dem Altertum. Der Wissenschaftler aus Deutschland kennt den Ort bereits aus seiner früheren Forschungsarbeit. Den heutigen Stollen haben sowjetische Bergleute um 1975 gegraben, dabei aber die alten Minen weitgehend zerstört. Um zum bronzezeitlichen Abschnitt zu gelangen, muss der Experte 80 Meter in die Tiefe steigen. Zunächst stößt er auf Azurit aus neuzeitlichem Abbau. Professor Weisgerber hofft aber, kupferhaltiges Erz aus der Vorzeit zu entdecken. Schließlich wird er fündig. Eindeutig historische Schürfspuren, vermutlich über 3500 Jahre alt.
Das Licht der Lampe fängt azurblaue Erzgänge ein, durchzogen von grünem Kupfer und gelbgrünem Zinn. Alles direkt nebeneinander. Wir haben hier diese Stelle, die man sonst wo auf der Welt nicht kennt, wo Zinn und Kupfer in einem Erz vorkommen. Und deshalb war das Erz von Muschistön offensichtlich für die Bronzezeitleute sehr wertvoll. Und man hat diesen Abbau hier in 3000 Meter Höhe, wo manchmal im August Schnee liegt, nicht gescheut. Schon bald erkannten die frühen Bergleute den Nutzen, als beim Schmelzen eine natürliche Kupferzinnlegierung herauskam. Im Archäometrielabor in Mannheim untersucht Professor Pernitzka die Gesteinsprobe aus Muschistön. Er will die Zusammensetzung des Brockens bestimmen. Die Analyse soll klären, ob die Anteile von Zinn und Kupfer im Erz für einen Legierungsprozess ausreichen. Dafür schmelzt der Experte das Material unter den Bedingungen der Vorzeit. Das Resultat zeigt das Massenspektrometer an. Am Ende des Prozesses hält der Wissenschaftler tatsächlich Bronze in Händen. Muschistön ist deswegen so bedeutend, weil es nicht nur eine sehr große Lagerstätte ist, man spricht von 70 Millionen Tonnen Erzreserve, sondern weil es als Hauptmineral Zinnkies enthält. Das ist ein Mineral, das sonst relativ selten ist, das Kupfer und Zinn enthält, neben Eisen und Schwefel. Aus diesem Mineral lässt sich ohne weitere Zutaten Bronze erschmelzen, also ein goldähnliches Metall, das sicher die Aufmerksamkeit der Menschen erregt hat. Ägypten im 13. Jahrhundert vor Christus. Unter Pharao Ramses dem Großen tritt das neue Metall seinen Siegeszug an. Vor allem die Herstellung von Werkzeugen für die Großbaustellen verschlang Unmengen an Bronze. Rasch entwickelte sich im Land am Nil eine blühende Industrie. Wandmalereien im Grab des Rechmi Re veranschaulichen die einzelnen Produktionsschritte. Manche der Feuerstellen erreichten immerhin einen Durchmesser von 15 Metern. Mit Blasebalgen mussten die Arbeiter die Flammen ständig belüften. 40 Schmiede bedienten eine Schmelzbatterie. Pro Tag verarbeiteten sie 9 Tonnen Kupfer und Zinn. Schon damals dachten die Manager des Herrschers an Prozessoptimierung. In seiner Hauptstadt Piramesse unterhielt Ramses II. Die erste Bronzefabrik der Menschheit. Auf einem Areal von 6000 Quadratmetern betrieben die Ägypter die größte Hochtemperaturanlage im Mittelmeerraum. Industrielle Produktionsstätten erforderten ein funktionierendes Transportsystem und geeignete Verpackungen für die Ware. In Amphoren wurden Flüssigkeiten verschifft, Metall als Barren und Glas als Rohlinge. In der türkischen Hafenstadt Bodrum liegt das Kastell St. Peter. Die mittelalterliche Festung beherbergt ein Unterwassermuseum. Dort lagert die gesamte Fracht der Uluburun, dem weltberühmten Wrack aus der Bronzezeit. Der Direktor der Sammlung führt Dr. Ünsal Yalçın vom Deutschen Bergbaumuseum in das unterirdische Magazin. Die Männer begutachten die kostbare Ladung. Im Besonderen die 9 Tonnen Kupfer, gegossen in 354 Barren. Dr. Yalçın will ein Exemplar unter die Lupe nehmen. Eine Materialprobe soll klären, wo die Uluburun den Rohstoff an Bord genommen hat. Dafür bringt er den Barren ins Institut für Unterwasserarchäologie, das die Universität Texas auf dem Gelände unterhält. Einen ersten Hinweis auf das Herkunftsland findet der Metallurg schon auf der äußeren Korrosionsschicht. Das markante Zeichen, gleich einem Firmenstempel, deutet auf die Insel Zypern. Der Bohrer dringt in das über 3500 Jahre alte Objekt, bis reine Kupferspäne austreten. Zurück in Bochum führt Dr. Yalçın am Atomspektrometer die Analyse durch. Er erstellt einen sogenannten metallurgischen Fingerabdruck. Der Befund bestätigt die Vermutung,
Doch erst Vergleichsproben auf Zypern können das Resultat absichern. Die drittgrößte Insel im Mittelmeer gehörte in der Bronzezeit zu den Top-Adressen der Rohstofflieferanten. Das Kupfer, lateinisch cuprum, gab Zypern den Namen. Die zahlreichen Stollen dort zeugen von der Betriebsamkeit vergangener Zeiten. Das alte Kupferparadies gilt in der Fachwelt als Land der 1000 Minen. Die Einheimischen verfeinerten das Produktionsverfahren und bauten leistungsfähigere Öfen. Um den Schmelzpunkt zu senken, versetzten die Schmiede das Erz mit Kieselerde oder manganhaltigem Gestein. So konnten die Meister die Fließfähigkeit der Schmelze steuern. Hightech in der Bronzezeit. Die Form der Barren entsprach einer getrockneten Ochsenhaut. Jedes Stück war 60 x 45 cm groß und wog exakt 29 Kilogramm. Die Abraumhalden türmen sich viele Meter hoch. Mehr als 4 Millionen Tonnen Schlacke aus dem Altertum erinnern an die industrielle Vormachtstellung der Insel. Überall entdeckt Dr. Jalzin noch Metallreste. Innerhalb von 3500 Jahren gewannen die Bergleute mindestens 200.000 Tonnen Kupfer. Eine stolze Bilanz. Die exzessive Verhüttung verursachte jedoch schwere Ökokatastrophen. Denn für die Befeuerung der Öfen holzten die Einheimischen ihre Wälder ab. Und das nachweislich 16 Mal. Dr. Jalzin auf dem Weg zu einem der ältesten Bergwerke der Erde. Die zypriotische Mine ist seit rund 6000 Jahren ständig in Betrieb. Mit einer Sicherheitsbeauftragten des jetzigen Betreibers nimmt der Wissenschaftler die notwendige Vergleichsprobe. Auch die zweite Analyse findet in Deutschland statt. Sie könnte endgültig Klarheit bringen über die Herkunft des Kupfers von der Uluburun. Diesmal zersägen die Forscher den mitgebrachten Brocken. Mit Hilfe von Elektronenmikroskop und Atomspektrometer lassen sich kristalline Struktur und chemische Zusammensetzung des Erzes bestimmen. Die beiden Fingerprints des Metalls bringen es an den Tag. Die Probe von der Uluburun stimmt mit dem Material aus Zypern geochemisch überein. Das Ergebnis kann nur bedeuten, das Schiff nahm tatsächlich die gesamte Ladung von 9 Tonnen Kupfer auf der Mittelmeerinsel an Bord. Zum Frachtgut der Uluburun zählte auch eine Tonne Zinn, ebenfalls für die Bronzeherstellung geordert. Seine Herkunft zu bestimmen, ist der nächste Schritt. Das Erzgebirge ist bekannt dafür, aber von keinem dieser Stellen ist bronzezeitlicher Bergbau oder ein Kontakt in den Vorderen Orient überhaupt bekannt. Ist nicht nachgewiesen. Babylonische Quellen hingegen berichten von einem Zinnland weit im Osten. Es liegt über 3000 Kilometer vom Mittelmeer entfernt im heutigen Usbekistan. Nahe bei Samarkand an der alten Seidenstraße betrieben die Bronzezeitler die Mine von Karnap. Samarkand, eine märchenhafte Stadt. Von dort aus fährt Professor Weisgerber mit einem einheimischen Kollegen zu dem jahrtausendealten Bergwerk. Die beiden Wissenschaftler steigen durch steile Felsen zu den Erzgängen hinab. Das Gefälle beträgt zwischen 70 und 80 Grad. In der Frühzeit schürften die Erwachsenen im oberen Bereich. Wegen der Enge mussten im unteren Abschnitt Kinder die schwere Arbeit übernehmen. Bei der Überprüfung des Ortes stoßen die Archäologen auf deutliche Tritt- und Schürfspuren. Zeugnis für die Ausbeutung der Rohstoffquelle über viele Jahrhunderte. Die etwa 800 Gruben erstrecken sich über fast 2 Quadratkilometer. Jede Abbaustelle lieferte pro Jahr rund 1 Tonne Zinn. Eine Rekordbilanz. Eselskarawanen brachten das begehrte Metall zu den Handelsmetropolen in Mesopotamien, wie Keilschrifttafeln belegen. 2000 Kilometer durch unwegsames Gebiet.
Von Karnap ging es über Gebirge und durch Wüsten bis nach Babylon, dem wichtigsten Umschlagplatz. Dann weiter zum Hafen Ugarit am Mittelmeer. Dort kreuzten sich die großen Handelsstraßen. Die weitläufige Palastanlage dokumentiert, wie mächtig der König des syrischen Stadtstaates war. In den Wohn- und Händlervierteln mit Lagerhäusern und Werkstätten herrschte geschäftiges Treiben. Im 2. Jahrtausend vor Christus war Ugarit ein Ort mit internationalem Flair. Die Handelsrouten, die über das Land kamen, die hatten ja verschiedene Möglichkeiten, wie in einen Trichter nach Ugarit zu kommen. Aber in Ugarit, wenn dann die Ware bestimmt war für Ägypten beispielsweise oder für die Ägäis, musste sie umgeladen werden auf Schiffe. Und das war nämlich der Effekt von Ugarit. Man konnte damit natürlich auch reichlich Geld machen. Im Hafen ankerten Schiffe aus Ägypten, Griechenland und Kleinasien. Ein pulsierender Marktplatz für Luxus und Gebrauchsgüter, in erster Linie aber für die Erze. Forscher nennen Ugarit deshalb auch die Wall Street der Bronzezeit. Der Fernhandel mit zahlreichen Niederlassungen entlang der Küsten florierte. Der Austausch von Waren und Wissen erreichte eine andere Dimension. Eine Fülle neuer Produkte eroberte die Märkte und belebte den Wettbewerb. Mit dem Aufschwung setzte eine goldene Ära ein. Mit der Bronzezeit entsteht Handel wohl im eigentlichen Sinn. Vielleicht zunächst als Austausch von Prestigegütern zwischen Eliten, zwischen gesellschaftlichen Eliten. Also der eine König schenkt dem anderen etwas und umgekehrt. Aber durch die Notwendigkeit der Versorgung der eigenen Wirtschaft, sage ich auch mal, der Bevölkerung mit den Rohstoffen, mit Zinn und Kupfer, entsteht auch tatsächlich so etwas wie Handel. In Ugarit stationierten die Könige der Anrainerstaaten Agenten, um ohne Verzug große Mengen an Zinn und Kupfer zu beschaffen. Die Nachfrage nach dem Material, das genauso hoch im Kurs stand wie Gold, war enorm. Ein Deal mit großen Gewinnmöglichkeiten. Die Aussicht auf hohe Profite öffnete Betrügereien Tür und Tor, obwohl es bereits verbindliche Geschäftsbedingungen gab. Bernstein aus dem Ostseeraum gegen Kupfer aus Zypern, damals gängige Tauschware. Die Qualität der gelblichen Harzperlen konnten die Händler im Gegenlicht leicht prüfen. Nur schwer ließ sich dagegen feststellen, ob der genormte brotleibförmige Barren tatsächlich reines Kupfer enthielt. Zweifel kamen auf, wenn dem Käufer das Gewicht des Klumpens zu leicht erschien. Der Verkauf von Mogelpackungen war bereits in jener Zeit gang und gäbe. In Bochum machen Metallurgen die Probe aufs Exempel. Nach dem Aufsägen eines 3500 Jahre alten Rundbarrens kommt die Wahrheit ans Licht. Aus Kupfer besteht nur die obere Schicht. Mehr als die Hälfte hingegen aus wertloser Schlacke. Um Betrugsfälle zu ahnden, setzten die Herrscher eine neutrale Instanz ein. Dorthin zogen Beklagter und Kläger. Der Beruf des Richters, eine Erfindung der Bronzezeit. Bei der Urteilsfindung konnten sich die Amtsinhaber auf ein ausführliches Gesetzeswerk stützen. Der berühmte Codex Hammurabi regelte in 282 Paragraphen jedes Vergehen. Auf der Basis Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die erste schriftliche Gesetzessammlung der Welt bildete die Grundlage aller späteren Rechtsordnungen. Doch der lange Arm des Gesetzes erreichte nicht die fahrenden Händler auf ihren abenteuerlichen Routen über Land und übers Meer. Die Frage der Sicherheit des Schiffstransports, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der Landtransport, der war auf jeden Fall riskanter. So wie auch heute noch im Orient, wenn Sie durch den Orient fahren,
kommt man immer wieder an Schranken. Ja, da muss dann, da sagt die Polizei Papiere, Papiere. Man könnte genauso gut sagen Geld, Geld. Das ist natürlich auf dem See, auf dem Wasser nicht der Fall. Die Schiffe, die haben Häfen angesteuert und in den Häfen, nun, da standen auch die Geldeintreiber und haben natürlich Anlegegebühren verlangt, aber das war vorgesehen. Nicht, also es war zwischendurch wenig los. Die Fahrten auf dem Mittelmeer dauerten oft sehr lang. Herrschte Flaute, vertrieben sich die Seeleute mit Spiel die Zeit. Und sie tranken Bier. Ein reicher Geschäftsmann reiste sogar mit allen notwendigen Utensilien, um das Gebräu unterwegs selbst herzustellen. Auf Schiffen gehörte Bier zu den Grundnahrungsmitteln, denn es hielt sich länger als Süßwasser. Zudem verhindert die alkoholische Gärung die Ansiedlung von Keimen. Bis zu 6 Liter pro Tag liefen durch die Kehle eines durstigen Mannes. In Weihenstephan unterhält die Technische Universität München eine Außenstelle. Das einzige Institut mit Bierbrauen als Studiengang. Die Herstellung des Gerstensaftes, ein uraltes Gewerbe. Welchen Alkoholgehalt das Bronzezeitbier hatte, ermittelt der Fachmann nach dem Verfahren von damals. Dafür stellt er Gerste in ein Wasserbad. Die Temperatur misst 35 Grad Celsius, im Orient der Durchschnittswert. Sobald das Getreide keimt, wandeln sich die feuchten Sprossen zu Malz. Danach kommen sie in eine Trockenkammer mit 50 Grad Celsius. Im nächsten Schritt fügt der Ingenieur Wasser und Malz zusammen. Die Zutaten müssen gründlich durchgemischt werden. Erst dann ist die Hefe an der Reihe. Der Gärprozess kann beginnen. 8 Stunden später steht ein fast alkoholfreies Bier bereit. Doch je länger der gesunde Saft gärt, desto höher steigt der Alkoholgehalt. Die bronzezeitlichen Biere waren unterschiedlich im Alkoholgehalt. Sie begannen mit sehr wenig Alkohol und gegen Ende der Lagerung konnten also sehr hohe Gehalte resultieren. Das kam daher, dass die Hefe dann einfach einen Riegel vorgeschoben hat und bei etwa 12 Volumenprozent war in der Regel Schluss. Das ist also mehr als das Doppelte, als die Oktoberfestbiere heute haben. Die Fahrt übers östliche Mittelmeer mit einem schwer bepackten Frachtsegler barg hohe Risiken. Vermutlich segelten die Schiffe vorwiegend tagsüber und in der Regel nur bei gutem Wetter. Soweit möglich wählten die Kapitäne einen Kurs entlang der Küste. Orientierungspunkte wiesen den Weg. Es wäre ohne Landmarken überhaupt gar keine Seefahrt möglich gewesen. Nicht? Die ganze Ägäis ist sozusagen ausgeschildert mit Landmarken. Und danach sind die gefahren. Mit großer Kunstfertigkeit bauten die Konstrukteure des Altertums die Schiffe nach der Zapfen-Loch-Methode, ganz aus Holz und ohne jeden Nagel. Das einzige Handicap war die Steuerung. Wegen des instabilen Ruders drohten die Schiffe schon bei geringen Böen zu kentern. Zudem konnten sie weder gegen den Wind kreuzen, noch besaßen sie Schwert und Kiel. So lagen die Boote auf dem Wasser wie eine Nussschale. Viele gingen unter. Jede dritte Fahrt endete im Desaster. Seeleute galten als dem Tod geweiht. Trieben Wind und Strömung den Segler auf ein Riff zu, konnte der Steuermann den Kurs kaum noch rechtzeitig korrigieren. Die Katastrophe war nicht mehr aufzuhalten. Ein Schicksal, das vermutlich auch die Uluburun ereilte. Der stolze Frachter sank Ende des 14. Jahrhunderts vor Christus nahe der türkischen Küste. Das Wrack benannten die Entdecker nach dem Dorf Uluburun, unweit der Unglücksstelle. Die Ursache für den Untergang aber bleibt Spekulation. Für die Forscher stehen mehrere Szenarien zur Diskussion. Vielleicht verrutschte die schwere Ladung und brachte das Schiff zum Kentern. Genauso wahrscheinlich ist ein Überfall von Piraten, ein Unwetter
oder ein Navigationsfehler. Sobald sie in die Nähe der türkischen Steilküste kommen, und da drohte die Schiffe im Frühjahr, im Sommer immer wieder der Fallwind. Und dieser Fallwind, der hat die Schiffe einfach dann kentern lassen oder unlenkbar gemacht, dass sie auf Riffe liefen oder sonst etwas alles. Und deswegen ist die ganze Küste unten gespickt mit untergegangenen Schiffen. George Bass und Cemal Pulak entdeckten die Uluburun 1982. Mehr als 3000 Jahre ruhte das Wrack mit der gesamten Fracht unberührt auf dem Meeresboden. Der Beginn einer Lebensaufgabe für die Pioniere der Unterwasserarchäologie. Rund 22.500 Tauchgänge brauchte das Team, um das Fundfeld zu dokumentieren und das Schiff mit der Ladung zu heben. Allein 354 Ochsenhautbarren brachten die Spezialisten in Sicherheit. Zu den größten Überraschungen gehörten die azurblauen Glasrohlinge. Bis dahin konnten Archäologen nur spekulieren, ob in der Bronzezeit überhaupt schon Glas produziert wurde. An Bord waren mindestens 350 Kilogramm, gefertigt in Ägypten. Auch die 2 Dutzend Keramikkrüge aus dem griechischen Mykene sorgten für Aufsehen. Einzigartig der entenförmige Kosmetikbehälter, eine filigrane Elfenbeinarbeit. Nicht zuletzt der schimmernde Bernstein, insgesamt 20.000 Teile. Der Sensationsfund beweist, das Schiff segelte von Ugarit über Zypern nach Kreta und Mykene. Dann weiter nach Troja und ins Schwarze Meer. Danach steuerten die Seeleute Ägypten an, erwarben dort Glasbarren und tauschten die in Ugarit gegen Zinn. Fernhandel auf einer Rundreise von 1700 Seemeilen. Das Im- und Exportgeschäft zwischen den Reichen der Ägäis weckte Begehrlichkeiten. Schon bald nutzten die Herrscher die Bronze nicht mehr nur für Tempel und Paläste. Der Wirtschaftsboom verleitete die Könige, Eroberungskriege anzuzetteln. Sie ließen Unmengen an Waffen produzieren und in Arsenalen horten. Der neue Reichtum musste gegen mögliche Angreifer verteidigt werden. Der Aufschwung zeigte seine Schattenseite. Der Kampf um die Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum gehört zu den dunklen Kapiteln der Bronzezeit. Die Erfindung der Schrift hingegen zählt zu den Glanzleistungen. Sumerer und Ägypter kannten sie als erste. Viel später brachten Reisende das Know-how zu den Minoern auf die Insel Kreta. Um 1700 vor Christus entsteht dort eine der ersten Schriften auf europäischem Boden, die sogenannte Linear A. Die geheimnisvollen Zeichen vermochte bis heute kein Forscher vollständig zu entziffern. Denn niemand kennt die Sprache der Minoer noch den Klang der Worte. Der Palast von Knossos steht für die kulturelle Blüte des Reiches. Mit dem Aufkommen der Schriftsprache und dem Ausbau der Flotte avanciert die Insel zur Wirtschaftsmacht. Mitte des 15. Jahrhunderts vor Christus übernehmen die Mykener die Führungsrolle auf Kreta und der Halbinsel Peloponnes. Auch sie entwickeln eine eigene Schrift. Die mykenischen Fürstentümer und Königreiche übernehmen also die Nachfolge der Minoer in der Ägäis und übernehmen auch das weit gespannte Handelsnetz vom zentralen Mittelmeerraum bis hinunter nach Ägypten, in die Levante und auch bis in die Nordägäis. Sind also in allen Bereichen Nachfolger der Minoer. Selbst ihre Schrift basiert auf minoischen Vorläufern, wird allerdings eigenständig weiterentwickelt, um sie der griechischen Sprache einigermaßen anzupassen. Linear B, die mykenische Version, hat die Zeichen vereinfacht. Der bekannte Forscher Dr. Nightingale studiert seit Jahren die Texte, die eine frühe Form des Griechischen darstellen. Deshalb kann er sie verstehen. Dieser Text zeigt sehr deutlich, wie die mykenische Verwaltung funktioniert. Es sind sehr, sehr einfache Texte, die auch ein einfaches Schema einhalten. Zunächst wird beschrieben, um was es geht. Hier geht es um Schwerter.
Danach kommt ein Bildzeichen, das man den Gegenstand abbildet, ein Schwert oder Dolch. Und danach kommt das Zahlzeichen. Übersetzt also, so viele Schwerter, 50 Stück. Geschrieben wurde auf Klapptafeln aus Holz, überzogen mit einer Wachsschicht. Ein Exemplar lag im Wrack der Uluborun, das älteste bekannte Notizbuch. Kaufleute trugen die handlichen Tafeln als Lieferscheine bei sich. Ein Utensil, das Archäologen bislang nur aus dem Epos des Homer, der Ilias, kannten. Den Hafen Tiryns unterhielten die Mykener als Drehscheibe für den internationalen Fernverkehr. Professor Maran von der Universität Heidelberg leitet seit 15 Jahren die Grabung in der höher gelegenen Festung. Im Gewölbegang der Anlage entdeckte er die königlichen Vorratskammern. Wie Quellen belegen, war Tiryns ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aus aller Herren Länder. In der aktuellen Kampagne legen die Archäologen das Handwerkerviertel frei. Sorgfältig durchforsten sie das Terrain. Selbst Kleinstfunde belegen Kontakte mit Reichen rund um die Ägäis. So das knapp 4 cm lange Bruchstück aus Elfenbein. Die Keilschriftzeichen darauf weisen auf Ugarit. Möglicherweise ein Etikett oder eine Messleiste. Professor Maran und sein Kollege fanden noch weitere Objekte, die keine mykenische Handschrift tragen. Die Wandlampe, eindeutiges Design aus Zypern. Analysen ergaben jedoch, dass lokales Material verwendet wurde. Das heißt, in Tiryns betrieben Ausländer eigene Werkstätten. Der Fernwarenverkehr in der Bronzezeit bewegte also nicht nur Güter, sondern auch Menschen. Arbeitssuche machte schon damals mobil. Eine der Besonderheiten der Bronzezeit ist, dass sie die Menschen näher gebracht hat. Das hat die Entfernungen reduziert, dadurch, dass neue Kommunikationsweisen entwickelt wurden. Die Schifffahrt wurde auf eine bis dahin ungeahnte Höhe getrieben und es sind dadurch Handelsnetze entstanden, die neue Möglichkeiten des Ideenflusses und des Güterflusses hervorgebracht haben. Der wachsende Wohlstand begünstigte das Ansteigen der Bevölkerungszahlen. Die Folge eine Welle von Wanderungsbewegungen in ganz Europa. Auch von der Peloponnes machten sich Menschen auf den Weg zu neuen Ufern. Sie zogen nach Norden entlang der Adriaküste bis nach Monkodonia in Istrien. Professor Hensel von der Freien Universität Berlin ist dem Phänomen auf der Spur. Mit der Kamera im Anschlag späht er über dem zerklüfteten Gebiet nach Festungsanlagen von damals. Die Dokumentation der Bauten von Monkodonia per Foto erleichtert die spätere Analyse erheblich. Die Stadt auf dem Hügel entstand seit dem 2. Jahrtausend vor Christus. Auffällig die Parallelen zu den Anlagen der Mykener. Die Torkonstruktionen ähneln den Vorbildern auf der Peloponnes. Ebenso die Technik, Steine ohne Mörtel aufzuschichten. Die gigantische Verteidigungsanlage, der Beweis für den Wissenstransfer von Mykene nach Mokodonia. Hinter der Schutzmauer wohnten mehr als 2000 Menschen. Darunter auch viele Einwanderer aus dem östlichen Mittelmeerraum. Sie brachten ihren Lifestyle mit. Überall in den Ruinen lag Essgeschirr aus Keramik. Der Dreifußteller, typisch für Zypern und Kreta, ein archäologisches Highlight. Auf dem Weiterflug inspiziert Professor Hensel unweit der Stadt die kürzlich entdeckte Begräbnisstätte von Monkodonia. Zusammen mit Archäozoologen, Geophysikern, Architekten und Studenten aus Berlin, Pula und Ljubljana legt er die Nekropole frei. In den aufwendigen Kuppelgräbern wurden vermutlich nur die reichen Familien bestattet. Es sind zwei oder mehr Individuen, die hier liegen. Und die Zähne, die wir bislang gesehen haben, sind einmal
stark abgekaut von einem relativ kräftigeren, vielleicht älteren, sicher älteren, aber vielleicht männlichen Individuum und sehr zarte Zähne, die zu einer sehr jungen Frau gehören. An Beigaben holten die Archäologen Bronzeobjekte und die seltenen Bernsteinperlen ans Licht. Ein Indiz, dass auch Mukodonya an einem Handelsweg lag. Und zwar an der legendären Bernsteinstraße, die quer durch Europa bis zur Ostsee führte. Ein wichtiges Industriezentrum nahe der Route war Hallstatt im heutigen Österreich. Eine abgeschiedene Region am Hallstätter See. Doch in der späten Bronzezeit, etwa um 1200 vor Christus, für arbeitswillige Siedler ein lohnendes Ziel. Denn in der Nähe erhebt sich der sogenannte Salzberg, der in jener Epoche für den Wohlstand der Menschen sorgte. Die Lagerstätte von Hallstatt gilt als das älteste Salzbergwerk der Welt. Um 500 vor Christus gab es dort eine Katastrophe. Ein gewaltiger Bergrutsch begrub alles unter sich. Für Aufsehen in der Fachwelt sorgte der Archäologe Dr. Kern. Er und sein Team können nachweisen, dass in Hallstatt viel früher als bisher angenommen Salz gefördert wurde. Auf der Liste der Indizien ganz oben steht ein Bastseil. Aus Lindenrinde geflochten, nachweislich 3500 Jahre alt. Eine Rarität. Das älteste je gefundene Seil hat den Zahn der Zeit nur wegen der konservierenden Wirkung des Salzes überstanden. Die Arbeit in den engen Stollen bei geringer Luftzufuhr eine Tortur. Mit Kienspänen im Mund hackten Männer und Kinder das harte Salz aus den Wänden. Jede Fackel brannte nur 5 Minuten. Meterhohe Schichten von Kienspanresten, bizarre Relikte des damals intensiven Bergbaus. Schon bald erforderte er eine Wandlung der Gesellschaft. Man hat gar keine anderen Möglichkeiten, sich um andere Sachen des Lebens zu kümmern. Deswegen ist es ganz wichtig gewesen, im Umland Betriebe, Siedlungen zu haben, die für Hallstatt produziert haben. Das hat Ganze zu einer, wahrscheinlich zu einer Firma gehört, würde man heute sagen. Da waren einfach die einen zuständig für die Nahrungsmittel, die anderen waren für die Gerätschaften, eine für die Holzwerkzeuge, die anderen für die Metallwerkzeuge zuständig. Und nur wenn das funktioniert hat, hat auch hier der Salzabbau funktionieren können. Zuweilen gehen Bergarchäologen mit dem Presslufthammer ans Werk. Gekonnt befreien die Männer die erste Holzstiege der Menschheit aus dem Salzgeröll. Auf der über einen Meter breiten Schürfstiege konnten mehrere Personen nebeneinander stehen. Inzwischen sind die Wissenschaftler auf weitere Exemplare gestoßen. Das Gerät wurde also in Serie produziert. Das Alter der Hilfstreppen datieren Spezialisten auf 1344 vor Christus. Diese Holzstiege ist nach unserem Wissen die älteste, die bis jetzt vorhanden ist. Und sie ist eine ganz wunderbare Konstruktion. Sie ist erstens einmal ohne ein einziges Stückel Metall gemacht, also kein Nagel oder wie auch immer wurde da verwendet. Eine reine Holzkonstruktion. Und das Tolle daran ist, sie ist flexibel. Die Trittflächen waren verstellbar und konnten der Neigung des Salzstollens problemlos angepasst werden. Die Bronzezeitler schätzten offenbar auch eine gewisse Hygiene. Mussten sie ein stilles Örtchen aufsuchen, nahmen sie Blätter mit als Toilettenpapier. Die vom Salz über Jahrtausende konservierten Exkremente der Bergleute, für die Wissenschaftler von heute einzigartige Studienobjekte. Im Naturhistorischen Museum Wien kommen die organischen Überreste zu Dr. Kern und seinen Kollegen ins Labor. Die Untersuchung soll Aufschluss geben über Essgewohnheiten und Krankheiten der Männer aus Hallstatt. Die prähistorischen Kotpartikel werden auf Parasiten getestet. Das Ergebnis verwundert nicht. Bandwurmeier deuten auf den Verzehr von rohem Fleisch hin. Peitschen und Spulwürmer auf einfachste Lebensumstände.
Vermutlich hausten die Menschen auf engstem Raum mit Tieren zusammen. Der Biologe Dr. Witek bestimmt das bronzezeitliche Toilettenpapier. Die Pflanze gehört zu den Korbblütengewächsen. Sie gedeiht rund um Hallstatt in sehr feuchter Umgebung. Bei den Pflanzenresten handelt es sich wahrscheinlich um eine Pestwurz. Die Pestwurz enthält antiseptische Inhaltsstoffe und wurde wahrscheinlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende als Medizin verwendet oder auch für andere Zwecke wie als Toilettenpapier. Die Bergleute benutzten die Pestwurz auch als Wundauflage, um sich gegen Darmwürmer Linderung zu verschaffen. In Bayern nennt der Volksmund die Pflanze noch heute Arschwurzen. Den Betrieb von Hallstatt organisierte ein effektives Management. Firmeneigene Bauern versorgten die Arbeiter täglich mit Nahrung. Schon in der Bronzezeit wussten die Menschen, wie sie die Haltbarkeit der frischen Lebensmittel verlängerten, und zwar durch Einsalzen. Bis zu 2000 Schweinehälften hängten die Schlachter in den Stollen auf. Im Rauch der Fackeln und Kienspäne wurde das Fleisch geräuchert. Im Berg gab es keine Fliegen, die Temperatur lag konstant bei 8 Grad Celsius, wie in einem modernen Kühlschrank. Der Produktionsstätte war eine Art Vertriebsabteilung angeschlossen, die den Salzverkauf mit ausgeklügelter Logistik regelte. Aus der Landbevölkerung formierte sich eine Gruppe von Kaufleuten. Sie stiegen in das internationale Geschäft ein und zogen in die Welt, um ihre Produkte feilzubieten und gegen andere einzutauschen. Vielleicht auch in der fernen Ägäis. Die Bronzezeit ist gekennzeichnet durch die Entstehung größerer gesellschaftlicher Einheiten. Wir haben Staaten, aber wir haben auch Technologietransfer und Handel und damit wohl auch Ideentransfer, Kulturtransfer. Das heißt, die Gesellschaft wird erwachsen. Begonnen hat der Aufschwung mit der Jagd nach Kupfer und Zinn, um den Heißhunger nach Bronze zu stillen. Die Nachfrage brachte den Seehandel ins Rollen. Der Anfang einer goldenen Ära, in der neue Ideen die Welt eroberten. Das östliche Mittelmeer erlebte einen Wirtschaftsboom, der sich über ganz Europa bis hoch in den Norden fortsetzte. Erst Klimaeinbrüche und Kriege stürzten die Menschen ins Chaos. Das Ende der Bronzezeit.